Herzlich willkommen zur Erklärung von meinem Kartentrick, eure Karte. Am Anfang darf der Zuschauer wirklich das Deck komplett einmal durchmischen. So, wenn er das gemacht hat, darf er sich dann wirklich 20 willkürliche Karten aussuchen. Ich mache jetzt einfach zweifelhalber einfach die 20 von oben, aber das ist wirklich ganz egal. Und dann legt ihr sie einfach schon so hin. Und zwar immer so, dass ihr vier in eine Zeile legt. Und fünf Spalten. Das heißt, es sieht nachher so aus. Wie ihr die Karten hinlegt, ist dann wirklich ganz egal. Hauptsache, es liegen, wie gesagt, 20 Karten da. Ja, das Wort, ja. So. Jetzt darf sich der Zuschauer eine aussuchen. Wir sagen, er sucht sich jetzt die für Kreuz aus. Und jetzt sagt er euch, in welcher Reihe es ist. In der hier, sagt er dann, weil er hier die für Kreuz ist. Das heißt, ihr müsst euch jetzt merken, dass es in dieser Reihe hier ist. Die zweite Reihe von oben. Und jetzt werde ich die Einfachheit halber, dass ihr nachher seht, was passiert. Diese Karten hier alle Andersherum reinlegen. Dann sammelt ihr, wie gesagt, alle ein. Natürlich sammelt ihr eigentlich im richtigen Trick alle richtig herum, so wie ich in meiner Performance. Dann teilt ihr die Karten jetzt aus. Und zwar so, dass ihr 5 habt und hier 4. Da seht ihr schon, was passiert. Die Karten werden jetzt alle so gelegt. Und ihr habt euch ja gemerkt, in der zweiten Zeile von oben, das heißt, ihr müsst einfach nur 2 von links abzählen. Wisst jetzt, dass es eine von diesen 4 Karten hier ist. Und jetzt sagt ihr euch wieder die Zeile. Sagt jetzt die hier, weil hier die 4 Kreuz liegt. Das heißt, ihr wisst, dass es die 4 Kreuz ist, weil das hier die 4 Karten waren, die vorher oben waren. Und das war ja seine Reihe. Das heißt, ihr wisst jetzt, dass es die 4 Kreuz ist. Und entweder sagt ihr es ihm jetzt direkt und zeigt sie ihm. Oder ihr macht so wie ich, ihr macht alle Karten zusammen und achtet dann darauf, dass die 4 Kreuz nach oben, unten, also hier in dem Fall nach unten, beziehungsweise dass es die oberste Karte ist, wenn man jetzt den Stapel so hat. Am besten unauffällig. Wenn ihr das dann habt, legt ihr das Ganze hier oben drauf. Und jetzt fangt ihr einfach von unten an. Nehmt euch ein paar Karten und dann sagt der Zuschauer nicht immer abwechselnd rechts, links, ganz wie er will. Links, rechts, links, links, rechts. Und am Ende habt ihr ja diese Karten hier. Ihr wisst ja jetzt schon, welche Karte das ist. Und die legt ihr dann auf den rechten oder linken Stapel, je nachdem, was der Zuschauer sagt. Und merkt euch eben, auf welcher Stapel die jetzt gelandet ist. Zu rechts, jetzt zeigt der Zuschauer auf einen Stapel. Er zeigt jetzt auf den hier. Bekommt ihr den, er zeigt auf den hier, dann bekommt er auch den. Also er bekommt immer den hier, weil ja hier eure Karte dran ist. So. Jetzt haben wir hier eure Karte an dieser Stelle hier. Das heißt, am besten nehmt ihr wieder den paar Karten auf. Sagt wieder links, rechts. Merkt euch, wo diese war. Und dann die restlichen Karten rechts, rechts, links, rechts, rechts. Umso größer natürlich die Stapel sind, umso schneller geht es, sonst kriegt der Zuschauer nachher raus bei dieser Geschichte jetzt, auf welchen Stapel er zeigen soll. Hier natürlich wieder, auf welchen Stapel er zeigen soll. Heraus, dass ihr immer einen bestimmten Stapel nimmt, weil er ja immer nur drauf zeigt und ihr trotzdem immer den Stapel, in der die Karte von ihm war, behält. Hier hätte er natürlich jetzt auch wieder links, rechts zeigen müssen. Zeigt er hier drauf, wie gesagt, kommt der hier weg. Zeigt er hier drauf, kommt auch der hier weg. Jetzt macht ihr wieder. Macht ihr jetzt entweder 2. Sagt rechts, links, oder zeigt einfach auf einen der beiden Stapel, dann tut ihr wieder den hier weg, weil hier ist ja immer noch die Karte. Macht es wieder so, rechts, links, Hauptsache der kommt wieder weg. Jetzt sagt ihr rechts, links, sagt ihr hier links, rechts, jetzt hier noch 2 Karten, das heißt, jetzt zeigt der drauf. Oder da drauf, egal, die kommt wieder weg. Zeigt auf einer der beiden Karten, die oder die. Ihr wisst, dass es die hier ist, das heißt, die hier kommt auch weg. Oh.
Ich meine natürlich, Entschuldigung, die hier kommt weg, weil er die viel kurz. So, und dann könnt ihr am Ende zeigen, hier, das war eure Karte. So, ich hoffe, ihr wurdet schlau durch diese Erklärung und könnt den Trick jetzt auch vorführen und euer Publikum damit erstaunen oder in Verwunderung versetzen, egal wie. Und wenn euch das hilfreich war, könnt ihr mir einfach einen Daumen hoch hinterlassen. Und wenn ihr noch mehr Tricks euch anschauen wollt, beziehungsweise Erklärungen, werde ich euch unten die Playlist verlinken mit den Kartentricks. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal.